So, hi, Donato Muro vom Sicherheitsingenieur NRW. Ich bin in der aktuellen Ausgabe der Prävention aktuell. Um was geht es hier? Arbeitsschutz ist super spannend. Wir versuchen hier mit Arbeitsschutz präventive Maßnahmen halt vorzubeugen, bevor der Arzt kommt. In diesem Artikel geht es halt mehr Schutz für Mensch und Umwelt, gesetzlich geregelte Überwachung von Anlagen. Alles, was mit Gesetzen zusammenhängt, ist immer sehr, sehr trocken, sehr langweilig, das weiß ich. Aber Gesetze spiegeln halt unsere Realität wider. Und wenn wir uns an Gesetze halten, haben wir kein Compliance-Problem. Und diese ganzen präventiven Gesetze, so ist richtiger, sind ja auch dafür da, um halt Umweltschutz und Menschenschutz voranzutreiben. Bei dem Thema überwachungsbedürftige Anlagen, hier kam ein neues Gesetz raus. Es kommen selten neue Gesetze raus zum Arbeitsschutz. Hier tat es das aber und das überwachungsbedürftige Anlagengesetz löst sozusagen im Arbeitsschutz das Produktsicherheitsgesetz ab und erweitert die bereits bestehende Betriebssicherheitsverordnung. Solltest du Fragen haben zum überwachungsbedürftigen Anlagengesetz, dazu gibt es auch ein eigenes Buch von mir. Den Link, werde ich dir hier dazu packen zu Amazon, gibt es aber auch bei allen anderen Buchhändlern. Und ja, das überwachungsbedürftige Anlagengesetz regelt seit letztem Jahres halt Dampfkessel, Aufzugsanlagen, die explosionsgefährdeten Anlagen, worin ich hier Experte drin, aber auch Druckbehälter, Tankstellen und. All das dort auch nachzulesen. Solltest du generell mal Fragen haben zum Thema Brandschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz, dann komm auf unsere Homepage www. Sicherheitsingenieur.nrw. Dort findest du unser Dienstleistungsangebot, aber auch Kontaktdaten, wenn du mal eine kurze Frage hast, dann schreib mir oder ruf mich an. Ansonsten guten Tag, gute Woche, bis bald.